Also die Vorhänge waren auch die Idee von meiner Mom. Da habe ich nichts mit zu entscheiden. Tja, ist nicht mein Stil, das ist mir zu too much Chanel und so. Ist da auch am Kühlschrank. Ist das ein Kühlschrank im Wohnzimmer? So Fleisch, Fisch, keine Ahnung, alles Mögliche, wo meine Mutter halt kocht. Und dann ist das Glas einfach so gesprungen. Skip, Bro. Tut mir leid dafür, dass ich mein Bett nicht gemacht habe, aber das Video soll ja authentisch sein. Also wir hatten ein Testspiel gegen Schalke bei uns zu Hause. 16.000 und da war ausverkauft. Da habe ich dann von Anfang an gespielt in der Startelf. Hallo zusammen, willkommen bei mir in meinem Reich zu Hause. Nochmal, ich hab verkackt. Hallo zusammen, mein Name ist Kevin Wietorp, Spieler bei VfL Osnabrück 19. Ich zeige euch jetzt, wie ich hier zu Hause bei meinen Eltern wohne. Ja, kommt gerne rein. Also ich glaube, hier am Wohnzimmer hat meine Mama meist zu bestimmen, wie es hier aussieht. Also die Vorhänge waren auch die Idee von meiner Mom. Da habe ich nichts mehr zu entscheiden. Und ja, ist nicht mein Stil, das ist mir zu too much Chanel und so, ist nicht mein Stil. Ja. Hier an den Wänden sieht man noch Bilder von mir und meinem kleinen Bruder. Da auch am Kühlschrank. Ist das ein Kühlschrank im Wohnzimmer? Also der passt in die Küche nicht mehr rein, weil der zu groß ist. Deswegen ist er hier im Wohnzimmer. Ja, hier bin ich mit meiner Freundin drauf. Hier sind wir auch aufgestiegen, also in die zweite Liga. Hier bin ich auch mit meinem Berater. Meine Freundin ist auch dabei, meine Mom. Das kann man auch direkt sehen, das war das erste Mal, wo ich für die deutsche Nationalmannschaft aufgerufen worden bin. Also irgendwo im Moment von Stolz natürlich den Adler auf der Brust zu tragen, sage ich mal. Irgendwo eine Bestätigung für die ganze Arbeit der letzten Jahre, dass man irgendwann anerkannt wird. Ja, macht mich unglaublich stolz. Meine Eltern sind auch unglaublich stolz auf mich. Also ich bin Deutsch-Nigerianer, ich hätte auch noch für Nigeria spielen können, aber bis jetzt kam noch keine Anfrage und ich muss ehrlich sein, ich glaube, ich will lieber für Deutschland spielen, anstatt für Nigeria. Was hast du da für Pokale? Zeig mal. Ich glaube, das war schon eine geile Zeit damals, wo ich angefangen habe, Fußball zu spielen. Genau, in der G-Jugend. Genau, weil Fußball wirklich nur Spaß war. Und ja, du dir nicht viele Gedanken gemacht hast und sonst einfach gespielt hast. Mit Freunden, genau, Spaß gehabt. Ist das jetzt Business geworden, Fußball so ein bisschen? Ja, schon. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, nein. Trotzdem habe ich immer noch sehr, sehr viel Spaß. Aber ich glaube, dass ja, da sehr, sehr viel auch mental stark sein muss und das nicht immer einfach ist. People would ask you, where did you go? Also ich und meine Eltern sind stark gläubig und das ist ein Prophet jetzt aus Nigeria. Are you ready? Das ist von der Kirche, sowas, genau. Und das hat meine Mama mir dran geklebt. Und was ist da hinten? Balkon? Willst du den zeigen? Ich weiß nicht, wie der aussieht. Ich glaube, hier ist einfach nur so Wäsche und kannst du einfach zeigen, also wir sind authentisch. Hier ist nur Wäsche und ja, im Sommer kann man halt so einen Regenschirm aufstellen. Ich glaube, es ist gerade auch nicht die Jahreszeit dafür, für einen schönen Balkon. In den nächsten Raum jetzt gehen, oder? Tür zu. Tür war noch auf. Ja, ich spiele beim VfL Osnabrück 19. Genau, war auch schon öfters im Profikader der Profis dabei. Hab jetzt auch Anfang der Saison meinen Profivertrag unterschrieben. Ich glaube, ich gucke mir von vielen Spielern ein bisschen was ab. Aber jetzt so ein Vorbild, wo ich mich drauf festhalten müsste, habe ich nicht. Vielleicht irgendwo meine Mom, weil also meine Mom arbeitet sehr, sehr viel, sehr, sehr hart. Und ja, ich will ihr das einfach, wie sagt man, das alles irgendwann zurückgeben. Und deswegen schaue ich auch meine Mom hoch. Also viele Afrikaner werden das kennen. Hier ist wahrscheinlich so, also das ist ein Tiefkühlschrank. Hier ist so, also womit meine Mom so afrikanische Sachen kocht. Also viele Afrikaner, Schwarze draußen werden das kennen. Ja, ich kann mal aufmachen, keine Ahnung, was da jetzt gerade drin ist. So Fleisch, Fisch, keine Ahnung, alles Mögliche, wo meine Mutter halt kocht. Ja, was viele Afrikaner essen, ist Fufu. Die Ghanesen machen das anders, als die Nigerianer machen. Das ist dieses Kartoffelbrei ähnlich. Ja, aber das ist so gummiartig, ja, genau. Ne? So gummiartig und dann mit einer Soße gibt es das dazu. Viele Gewürze, sehr, sehr viele Gewürze. Und ja, schmeckt ganz gut. Und was ist da passiert? Sehe ich da Scherben? Ja, wie sagt man das? Ich glaube, mein kleiner Bruder hat, wie sagt man das, der hat den Heizgrad nicht runtergedreht. Und dann ist das Glas einfach so gesprungen. Wie alt ist denn dein Bruder? Ja, mein Bruder ist 12. Fandest du das witzig oder eher nervig? Nee, nicht witzig, weil ich benutze den Backofen eigentlich. So kann man schnell was zu essen machen. Und nicht ganz cool, wenn er so kaputt geht. Jetzt gehen wir in mein Zimmer rein. Und wieder, wie ihr seht, wieder das Sticker. Wie gesagt, ich habe ja angesprochen, dass wir gläubig sind und genau das hat meine Mama mit draufgeklebt einfach. Ja, keine Ahnung. Mein Kollege ist auch schon wieder fleißig am FIFA zocken. Skip, Bro. ja, genau, wie man sieht, das ist mein Zimmer. Genau, habe ich mir selber eingerichtet. Ist auch zwei Trikots von mir. Ich bin Schuhliebhaber, habe auch ein paar Schuhe. Genau, tut mir leid dafür, dass ich mein Bett nicht gemacht habe, aber
das Video soll ja authentisch sein und ich muss ehrlich sagen, ich mache nie mein Bett. Also ich hatte mal eine Phase, wo ich diese TikToks gesehen habe, wo man gesagt hat, okay, das gehört zur Disziplin und so habe ich ab und zu dann mein Bett gemacht, aber scheiß drauf. Wie ihr sehen könnt, läuft auch einfach Fußball hier auf dem Fernseher. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich persönlich verfolge das privat natürlich auch selber. Deswegen umso glücklicher, dass ihr jetzt auch hier bei mir seid. Ansonsten habe ich hier ja so die Standards von einem Fußballer. So, ich weiß gar nicht genau, wie das heißt, keine Ahnung. Dann auch hier, ups, ja, egal. Dann auch hier wieder eine Black Roll, ganz normale, kennt glaube ich jeder. Dann ist hier so, wie nennt man das? Ich glaube, vielleicht ist das ein Lacrosse-Ball, aber das ist so ein Ball, der ist ziemlich hart. Genau, kann man auch als Frummy benutzen. Kann man dann so benutzen, ja, ist ganz gut. Genau, und dann sind hier noch so Bänder drin, wo ich mit trainieren kann. Also weil ich keine Fitnessgeräte hier in meinem Zimmer habe oder die nicht einrichten kann. Keine Ahnung, kann man zum Beispiel jetzt auch spontan hier was an die Tür hängen und dann, keine Ahnung, so ein paar Übungen damit machen oder so. Ja, ich hatte hier noch ein bisschen Platz auf der Kommode. Und wenn meine Freundin dann manchmal hier ist und, keine Ahnung, wie was essen geht und sie schminken muss, hat sie hier eine kleine Ecke. Für mich ist das eigentlich nur Ablageort von meinem Kulturtasche. So, also in der Corona-Phase ist schon sehr, sehr viel gezockt. Fortnite. Vor kurzem war ja auch Fortnite OG-Map. An die, die es wissen, Fortnite OG. Natürlich gezockt mit meinem Kollegen, ne? Hast du auch mitgezockt? genau, und im Moment ist leider, habe ich im Moment kein Spiel, was ich spiele. FIFA, Bock nicht mehr, Fortnite. Ja. Macht nichts Spaß und deswegen sehr, sehr wenig an der Konsole. Warum hast du die Trikots eingerahmt? Tatsächlich habe ich beim VfL leider mein Debüt noch nicht. Also mein Dritt- oder Zweitliga-Debüt habe ich leider noch nicht. Das sind dann zwei Trikots, wo ich, keine Ahnung, im Kader war oder ja, Testspiele gespielt habe. Genau, ich glaube, das Trikot ist sogar aus, wie sagt man das, aus meinem persönlichen Höhepunkt im Fußball bis jetzt. Also wir hatten in der Vorbereitung auf die Drittliga-Rückrunde, wo wir auch aufgestiegen sind. Testspiel gegen Schalke bei uns zu Hause. 16.000 waren da, war ausverkauft. Genau, da habe ich dann von Anfang an gespielt in der Startelf. Kannst du davon leben? Ja, schon auf jeden Fall. Also ich kann meinen Eltern was zurückgeben. Ich kann mir ein Auto leasen. Genau, also das reicht. Mein kleiner Bruder ein bisschen was kaufen, meiner Freundin ab und zu. Genau, das reicht komplett aus. Ich habe jetzt Anfang der Vorbereitung, also zum Zweitliga-Aufstieg habe ich meinen Profivertrag unterschrieben. Bin auch sehr, sehr glücklich, dass VfL mir das Vertrauen da gibt. Und ja, ich bin überglücklich, jetzt den Profivertrag zu haben. Genau. So Leute, das war's mit meiner Roomtour. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier rechts sind noch zwei weitere Videos. Schaut die gerne an. Das war's. Ciao, ciao.